den demokratischen Kongress Abgeordneten Elijah Cummings. Vergangenes Wochenende beleidigt Trump diesen und seinen Wahlbezirk, die US-Großstadt Baltimore, äußerst rassistisch auf Twitter. Er nennt die von über 60% Afroamerikanern bewohnte Metropole in Maryland ein von Ratten und Nagern verseuchtes Drecksloch. Kein Mensch wolle dort leben. Das liberale Amerika zeigt sich schockiert über diese Aussagen. Trump legt aber nochmal nach und postet gestern ein Video, das Cummings in einer Diskussion im Kongress vor 20 Jahren zeigt. Heute Morgen bin ich aus meiner Heimat Baltimore abgereist, ein von Drogen verseuchtes Gebiet. Kinder, die ich vor 14 Jahren gesehen habe, wie sie aufwachsen, sind Zombies geworden. Das Video benutzt Trump zur Rechtfertigung seiner Attacken. Er habe ja quasi das Gleiche gesagt wie Cummings. Doch es gibt einen Unterschied. Cummings teilt 1999 seinen persönlichen Eindruck. Trump hingegen verurteilt pauschal die ganze Stadt. Trump Junior springt seinen Vater gestern zur Seite, nennt Cummings einen Rassisten. Politikexperte Professor Tim Güte erkennt darin ein Muster. Trump ist ein Populist, ja? Und einer, der rücksichtslos jede Öffnung, die Gegenseite bietet, ausnutzt. Trump wird populistisch, vor allem wenn man seine besondere Verbindung zu dem Wort infested, zu Deutsch verseucht, betrachtet. Auffällig oft benutzt er das, um nicht weiße Menschen zu beschreiben. Diese vier Kongressabgeordneten, allesamt Amerikanerinnen, forderte er vor 3 Wochen auf, dahin zu gehen, woher sie kommen. Sie sollen ihren von Drogen und Verbrechen verseuchten Herkunftsländern helfen. Auch dem Abgeordneten John Lewis sagt er solle seinen von Verbrechen verseuchten Wahlbezirk die von 54% von Afroamerikanern bewohnte Stadt Atlanta säubern. Den Kontinent Afrika nennt er auf dem Höhepunkt der Ebola-Krise 2014 von Ebola verseucht. Liberale zu erbosen, macht ihn populär bei Wählern, die im Prinzip wollen, dass man bei der Gegenseite mal eins reindrückt. Und das funktioniert. Gestern treffen sich die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten zur zweiten TV-Debatte. Statt sich als Anti-Trump-Einheit zu präsentieren, zerfleischen sie sich. Die Worte John Legends zeigen, Amerika verfällt zunehmend in eine Art Hysterie, die Stimmung wird aggressiver. Dabei ist es noch über ein Jahr bis zur Wahl. Beobachter prophezeien Trump aktuell einen Sieg, sollte die Gegenseite sich nicht schnell etwas einfallen lassen. So, weiter geht's doch mit Nacktbaden.